Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Markus Eisenbichler flog in Planica, auf Rekordweite. Urheberrecht Getty Images. Markus Eisenbichler glänzt beim Skifliegen in Planica schon in der Qualifikation. Dabei liefert der Skisprung-Weltmeister eine absolute Rekordshow ab. Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat in der Qualifikation zum Weltcup-Skifliegen im slowenischen Planica seinen deutschen Rekord eingestellt. Der 27-Jährige flog von der riesigen Letalnica auf 248,0 Meter und damit so weit wie vor zwei Jahren an gleicher Stelle. Eisenbichler belegte in der Vorausscheidung Platz 2 hinter dem Japaner Ryuyo Kobayashi, der mit geringerem Anlauf ebenfalls auf 248,0 Meter segelte. Eisenbichler und Kobayashi kämpfen um den Gewinn des Flugweltcups. Bei noch zwei ausstehenden Wettbewerben liegt der Deutsche knapp hinter Kobayashi auf Platz 2. Der Pole Piotr Zyla flog am Donnerstag auf 247,5 Meter, musste aber in den Schnee greifen. Der Weltrekord des Österreichers Stefan Kraft 253,5, Vikersund 2017, lag noch ein Stück entfernt. Vier weitere Athleten aus dem Team des scheidenden Bundestrainers Werner Schuster, der in Planica letztmals das Kommando hat, schafften den Einzug in den Wettkampf der besten 40 am Freitag ab 14.30 Uhr im Live-Ticker. Richard Freitag wurde mit 220,0 Metern Zwölfter, Karl Geiger kam mit 225,0 Metern auf Platz 13. Andreas Wellinger qualifizierte sich mit 219,0 als 17. Youngster Konstantin Schmidt flog mit längerem Anlauf auf die persönliche Bestleistung von 234,0 Metern und landete auf Rang 19. Pius Paschke als 51. mit 191,5 Metern und Martin Hamann als 57. mit 194,5 Metern schieden aus. Teamfliegen am Sonntag, Publikumsliebling und Lokalmatador Robert Kranjek verpasste als 47. ebenfalls den Wettkampf. Damit endete die Karriere des 37 Jahre alten Skiflugweltmeisters von 2012, der nach einer Kreuzband-OP Ende 2016 nicht mehr in Form und in der laufenden Saison zu keinem Weltcup-Einsatz gekommen war. Am Samstag findet ein Teamfliegen statt. Am Sonntag, ab 10.00 Uhr im Live-Ticker, treten die 30 Besten des Gesamtweltcups zum finalen Einzelwettkampf an.